Hey. Minasang, ohayo gozaimasu, guten Morgen. Guten Morgen auf Japanisch, ohayo gozaimasu. Ohio, es steht so nicht da auf der Liste. <laughs> Ohio kommt ja eigentlich von früh. Gozaimasu ist eine sehr höfliche Form von des. Ah, es ist früh, heißt es eigentlich. Gut, welche Vokabeln brauchen wir heute? Zuerst einmal das Wort Asa. Der Morgen, wenn du dir das Kanji anschaust, dann hast du auf der rechten Seite den Mond und links hast du das so Kreuzchen und in der Mitte das Zeichen für Tag. Ja, die, die Sonne geht sozusagen gerade auf, den Mond sieht man noch ein bisschen am Morgen. Heute Morgen heißt Kessa. Kessa, ja, das, das rechte Kanji ist das gleiche wie bei Asa, nur links haben wir noch ein eigenes zusätzliches Kanji, das ist das Kanji für jetzt, der jetzige Morgen. Dieses, diese zwei Kanji zusammen sind eine Speziallesung. Also Kessa ähm, heißt jetzt nicht, dass das erste Kanji Ke gelesen wird und das zweite Sa, sondern nur diese zwei als Kombination werden dann Kessa gelesen. Dann haben wir das Wort Asagohan. Asagohan. Asagohan ist das Frühstück, also Asa, der Morgen. Gohan, die Mahlzeit. Gohan steht übrigens für gekochten Reis und bezeichnet einfach traditionell eine japanische Mahlzeit, denn eine japanische Mahlzeit ohne gekochten Reis ist für Japaner nicht vorstellbar. Also ist gekochter Reis das Synonym für Mahlzeit. Also morgen Mahlzeit, das Frühstück. Und dann ist meine Frage an dich. Kesa wa nani o tabemashita ka? Kesa wa nani o tabemashita Kesa, heute Morgen. Das war Satzthema Partikel, also worum geht es? Es geht um heute Morgen. Nani, was? wo oh, Partikel für wen oder was? TABEMASHITA KA? TABEMASHITA ist die Vergangenheitsform von TABEMAS, von ESSEN. Und KA, Fragepartikel, also was hast du heute Morgen gegessen? KESA WA NANI o TABEMASHITA ka? NANI, WAS. NANI o als Partikel, also das O-Partikel für den vierten Fall. Also was hast du gegessen? TABEMASHITA KA? KESA WA NANI o TABEMASHITA ka?

Scrambled also Eierspeis, Rührei auf Deutsch. Scrambled also vom Englischen scrambled Eggs. monos sind ist eingelegtes Gemüse. Wir haben, ähm, das nennt sich äh, nukatske Nuka ist das äußere Teil vom äh, Reiskorn und das wird verwendet, also Rice Bran, glaube ich, nennt sich das auf Englisch, und äh, das wird verwendet, um Gemüse milchsauer einzulegen. Das ist so also eine braune Masse, die wird mit Salz, mit aufgekochtem Salz und Wasser vermischt eben, dann abgekühlt und in den Kühlschrank gegeben. Und äh, die ersten drei Tage ist noch ziemlich, ist ziemlich salzig und so ein bisschen zu sauer zum Essen, aber heute ist der dritte Tag und heute war es schon ziemlich gut genießbar. Und zwar das Gemono ähm, Kyuri sind die Gurken. Also, die Japaner lieben eingelegtes Gemüse. Also, rohes Gemüse wird eigentlich in Japan fast gar nicht gegessen. Entweder eingelegt, gekocht, geschmort, was auch immer. Und Curry ähm, ist ein sehr beliebtes Gemüse, also Gurken für das, für das Einlegen. Die Japaner haben eben dieses Einlegen mit dem äh, na, uh, Nukatsuke, also mit diesem Nuka, mit diesem braunen Zeugs, das man in den Kühlschrank geben muss. Oder auch mit Salz. Das wäre Shiozuke. Ja, Shio ist das Salz. Gut. Was noch? Genau. Oish kata des. Es war lecker. Oish kata. Ja, kata ist die Vergangenheitsform von einem I-Adjektiv. Oishi, es ist lecker. Oish Das haben wir eben im letzten e -Mail Video besprochen. Also, wenn du das mit dem I-Adjektiv noch nicht so ganz weißt, schau einfach zu den Videos hier unter japanisch Facebook. Da gibt es, ich glaube, das Video gestern oder vorgestern. Einfach nochmal anschauen. Genau. Oish kata des. Es war lecker. Gut, also was habe ich heute gemacht? Bereits, ne? Es ist jetzt schon 9.18 Uhr, ne? 9, .18 Uhr des. 9, Uhr, äh, 9 Uhr. 18 Minuten. Also, was habe ich gemacht? Ich sage mal das Ganze und dann erkläre ich die einzelnen Teile. Asa. Ocha nonde, hao migaite, dekakemasu. Gut, das habe ich noch nicht gemacht, aber das kommt dann jetzt dann gleich. Gut, also hayaku okite. Hayaku, das Kanji für hayaku, es kommt von Hayai von früh. Wenn du das Kante anschaust, der Tag und wieder das, also das ist wie von Asa, der linke Teil ohne das obere Kreuzer dazu. Ne? Also das heißt früh, sozusagen der Tag ist gerade am Auf, die Sonne ist gerade am Aufgehen sozusagen. Hayakö ist die das Adverb davon. Okte, aufstehen, also das Aufstehen vom Bett aufstehen. Also nicht das Aufstehen, wenn ich jetzt am Set, im Sessel am Stuhl sitze und das Aufstehen, sondern das von in der Früh vom Bett aufstehen. Und wir haben hier die T-Form. Ja, ich werde jetzt mehrere Aktivitäten hintereinander aufreihen und dafür brauche ich im Japanischen die sogenannte T-Form. Es gibt auch ein eigenes Video dazu zur T-Form. Ähm die T-Form von Okido aufstehen. Okiru. Wenn du das Kanji Okido ansiehst, ist ein bisschen klein vielleicht. Also am besten ist, wenn du das rauskopierst, vielleicht ins Word rein kopierst und dann die, die Größe größer machst, dann kannst du dir die einzelnen Teile ein bisschen besser anschauen. Ähm, bei Okimas haben wir oben die Erde und unten den Fuß, ja, also wenn, die, wenn ich auf die Erde den Fuß raufgebe, dann stehe ich auf sozusagen. Ne? Dann "shower abite", "shower abite", "shower" ist die, Schauer, also die Dusche, "abite" kommt von "abiru" und "abiru" heißt, dass man sich einer Strahlung aussieht, einer Strahlung, die von oben kommt. Das Wasser, das von oben aus der Dusche rausstrahlt, sozusagen, "abite". Ja. Wenn du das Kanji von Abido ansiehst, dann sind links da diese drei Wassertropfen. Das ist das Radikal für Flüssigkeit. Und das andere, dass das also dieses Mund und links da, das ist das Tal. Ja? Also das Wasser aus dem Tal rinnt heraus. Ciao, Abite. Fuku die Kleidung. Das Kite haben wir gestern besprochen, beim, was man anzieht. Genau, das Kite von Kimono, also von Anzi, das Anzi-Ding. Kite kommt von kiru, anziehen. Also alles, was man von oben ansieht ist äh, mit Fuku o kite. Dann ähm, Asagohan o tabete. Asagohan, das Frühstück. Tabete von taberu, von essen. Asagohan wo tabete, das Frühstück essen. Ocha o nonde. Ocha ist der japanische grüne Tee. Nonde kommt von nomu, von trinken. Also die Teeform von trinken. Ocha o nonde. Hao migaite. H sind die Zähne. Migaite kommt von Migaku. Migaku heißt eigentlich polieren. Also man poliert zum Beispiel die Schuhe. Küzo Migaku. Oder auch seine Skills. Die wir auch Migaku. Also wenn man seine to one Skills sozusagen seine Richtung. Genau. Hau Migaite. Also man poliert die Zähne auf Japanisch. Migaku kommt. Also Migaite form von Migaku. Und dann gehe ich aus. Dekake Mas. Das ähm, Dekakemas, das, ja, das Kanji von Dekakemas heißt hinaus. Ja. Dekakemas heißt ausgehen. Also DERÖ wir einfach irgendetwas verlassen. Aber Dekakemas ist das Haus, also auf jeden Fall das Haus verlassen, um irgendwo hinzugehen. Ja. Ieo, Dekakemas, ich verlasse das Haus, um irgendwo hinzugehen. Aber ich brauche das Ieo eigentlich gar nicht sagen. Dekakemas heißt einfach grundsätzlich, schon, dass ich das Haus verlasse. Und dann gehe ich zum Unterricht. Yay! Nihongo no Jugioe Kimas. Ja, Nihongo no jugyo der japanische Unterricht. Nihongo, japanische Sprache. Njugyoe, der Unterricht. Um 10 Uhr, <único Liberty Overwatch> <benchmark> um Uhr geht's los, also das muss mich eh schon beeilen. Tschotto. ne? Isoganaito. <als> Isoganaito. Isoganaito bedeutet, wenn ich mich nicht beeile. Isoganaito kommt vom Verb isogu. sich beeilen. Isoganaito ist die neutrale Form. Das toll ist, wenn. Wenn ich mich nicht beeile. Ne? Also aufpassen. Ne? Beeilen, sonst ist man zu spät. Und in Japan ist es ja ganz schlimm, zu spät zu sein. Also, wenn man auch pünktlich ist, ist man eigentlich schon zu spät. In Japan sollte man doch zumindest fünf Minuten mindestens früher da sein. Genau. Gut. Schreib mir einfach als Kommentar, was du heute gegessen hast. Also, Kesa Naniotabe Mashtaka. Was hast du heute Morgen gegessen? Du kannst das gerne auf Deutsch hinschreiben. Ich schreibe dir dann gerne die japanische Variante hin. Und wenn du es schon auf Japanisch weißt, dann einfach auf Japanisch dazu schreiben. Genau, also was die Japaner so typischerweise essen, ein traditionelles japanisches Frühstück ist natürlich Gohan, der gekochte Reis, dann Sakana, der Fisch, Misoshiri, die Misosuppe, dann Tsukemono, das eingelegte Gemüse, ähm, dann äh, Natto, diese vergorenen Sojabohnen, die sich so schön mit den Fäden ziehen, die ziemlich stinken, aber sehr gesund sind. Ne? Und ja. Je nachdem, was man dann noch meistens auch irgendwie was mit Ei dabei hat, Tamagoyaki zum Beispiel oder ein rohes Ei. Ähm, Nama Tamago. Nama heißt roh. Tamago ist das Ei. Nama Tamago. Die Japaner geben das rohe Ei dann meistens in den noch dampfenden heißen Reis drauf. Dann auch noch das Natto, Sojasauce und das alles vermischen. Und dann genau, so wird das dann gegessen. Mahlzeit. <laughs> Gut, also ich freue mich auf deine Kommentare. Schreib mir, was du gegessen hast heute oder was du vielleicht noch isst. Es ist ja erst 9.30 Uhr hier. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen schönen Tag. Matane, deine Manuela von Japanisch